Meine geliebten Seelenleuchttürme, dieses Seelenhäppchen widme ich der Sensibilität bzw. der Hochsensibilität und allen Menschen, die sich damit identifizieren können oder damit in Berührung sind. Ich gehe davon aus, dass unser Seelenleuchtturmkanal auch viele sensible Abonnenten hat. Ja, wo fange ich am besten an? Vor ein paar Tagen schrieb ein Seelchen in unseren Kommentaren, dass sie das Leben und diese Welt kaum noch aushält, dass sie eine große Sehnsucht nach Zuhause hat. Ja, wie gut kenne ich das? Viele von uns können dies sicherlich nachempfinden oder fühlen ähnlich. Ich kann von mir sagen, dass ich mich jahrzehntelang falsch auf diesem Planeten gefühlt habe. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich unzählbare Male nach oben gebetet, man möge mich doch bitte abholen. Es sei ein Irrtum, dass ich hier bin. Das kann man kaum glauben, wenn man mich kennt. Ich habe ja diese lustige Ausstrahlung, diese lebenslustige. Und ich habe sie auch in mir, die Lebensfreude. Aber genauso tief waren immer die Tiefen. Als Kind war ich so gerne schon alleine. Und Gott hat mir Eltern geschenkt, die mir auch diese Freiheit gewährt haben. Stundenlang alleine spielen zu dürfen, ohne Aufsicht, ohne Störung und mit sehr großem Vertrauen oder ohne viel Zeit für mich zu haben, das war mir egal. Ich liebte diese Zeit, nur mit mir alleine und meinen Puppen. Und im Jugendalter wurde ich dann ständig zu Partys eingeladen, die ich nicht besuchen konnte. Irgendwann hörten die Einladungen auf, aber ich hatte das Glück, trotzdem noch dazu zu gehören. Man hat akzeptiert, dass ich keine Partymaus war. Ja, und selbst Urlaube waren mir zu anstrengend. Und meine Partner mussten mich mehr oder weniger zum Reisen zwingen. Mein Zuhause und zu Hause zu sein war für mich schon immer das Allerschönste und das Heiligste. Und das ist auch heute noch so. Ja, das machte mir sehr zu schaffen. Besonders im Alter von 20, 30. Denn mich beschlich irgendwie das Gefühl, dass ich gar nichts erlebe. Alle anderen erzählten von ihren Erfahrungen, von ihren Reisen und Aktivitäten. Und mein Leben reduzierte sich auf Arbeit, daheim sein, viel lesen, nachdenken, reflektieren und zwischenmenschlichen Beziehungen, diese zu pflegen. Und jeder Kontakt forderte mich heraus und kostete mich Kraft, auch wenn ich das genossen habe. Also spontan konnte mich keiner treffen oder gar überraschend besuchen. Ich brauchte tagelang vorher Bescheid, um mich irgendwie seelisch, moralisch einzustellen, und ich brauchte genauso lange, um ein Treffen auch zu verarbeiten. Und das klingt äußerst kompliziert, das ist mir klar, und das ist es ja auch irgendwie für andere. Es sind fast autistische Züge, und es gibt auch viele ähnliche Punkte bei der Auflistung von Asperger und der Hochsensibilität. Und damals gab es diesen Begriff noch nicht, diese Bezeichnung. Ich möchte euch mal einige Indikatoren nennen, die dafür sprechen, besonders sensibel oder eben hochsensibel zu sein. Also man ist schon mal anders als andere. Man hat viele Zweifel und man tickt einfach anders. Man spürt, was andere Menschen fühlen. Es ist fast so, wie Gedanken lesen können. Man fühlt sehr früh, wenn ein Streit aufzieht
Und man hört, was nicht gesagt wird. Man spürt die Schwingung. Man kann sich gut auf unterschiedlichste Menschen einlassen. Man kann sich nämlich in andere hineinversetzen. Und man spürt aber auch sehr schnell, wenn jemand nicht ehrlich ist. Man versteht komplexe Zusammenhänge und dadurch sind wir auch ständig auf Wahrheitssuche, ja? Wollen Hintergründe verstehen und kennen und hinterfragen alles. Die meisten Hochsensiblen sind kreativ, haben viele Ideen. Sie hören, riechen und sehen Dinge, die anderen nicht so auffallen. Und sie nehmen dadurch mehr bzw. intensiver wahr. Sie fühlen tiefer als andere, also man weint mehr, auch bei Filmen oder auch beim, ja, aus Mitgefühl. Und sie sind sehr naturverbunden und tierlieb. Im Grunde sind Tiere auch nicht nur Tiere, sondern ja, Familienmitglieder. Und wir sind insgesamt sehr, sehr verbunden mit dem Universum. Wir können auch gewisse Entwicklungen voraussehen, was kommen wird. Und wir nehmen automatisch sehr viel Rücksicht auf andere, verhalten uns leise oder merken, wenn wir stören. Es hat halt eben auch sehr viel mit Empathie zu tun. Und wir erleben auch körperlich alles etwas intensiver, auch die Schmerzen, aber Gott sei Dank auch die Hochphasen des Lebens. Man spürt schneller, was anderen Menschen wichtig ist und man spürt die Energie, wenn man einen Raum betritt, in Anspannungen. Also irgendwie geht man als Seismograph durch die Welt und ist insgesamt sehr dünnhäutig. Und das macht uns für unsere Umwelt, die ein wenig rustikaler ist, kompliziert. Sie empfinden uns gerne als übertrieben, empfindlich. Und den Satz, wir könnten uns doch mal zusammenreißen, den hören wir, glaube ich, das ganze Leben über. Es ist ja auch nicht so, dass wir immer stolz sind auf diese Gaben, ganz im Gegenteil. Und es ist auch nicht so, dass wir andere als unsensibel degradieren, die vielleicht weniger fühlen. Oft ist ja, wie gesagt, das Gegenteil der Fall. Wir fühlen uns selber zu schwach für diese Welt und nicht richtig und beschimpfen uns selber als schwierig und haben auch noch das Gefühl, anderen Probleme zu bereiten, weil diese Rücksicht auf uns nehmen müssen. So fühlt es sich ja an. Und wenn man sich zurückzieht, weil alles zu viel wird, das kommt auch nicht immer gut an. Also wir fühlen uns auf jeden Fall nicht besser als andere. Das betrifft die meisten von uns. Im Grunde handelt es sich um ein Phänomen, welches im Gehirn stattfindet. Hochsensible verarbeiten Sinneswahrnehmungen anders, und zwar intensiver. Es werden mehr Informationen aufgenommen und dadurch fühlen sie sich eben überfordert. Es ist eine neurologische Besonderheit einer anderen Reizverarbeitung. Und ja, es ist oft ein innerer Konflikt in uns. Deshalb, weil wir es ja nicht verändern können, willentlich. Es ist, wie es ist. Und erst, wenn wir unsere Gaben und Fähigkeiten als Geschenk annehmen, weil es sind ja Gaben, dann beginnen wir unser So-Sein auch zu schätzen, zu leben und auch einzusetzen für andere. Therapeutisch zu arbeiten damit geht ja viel schneller und einfacher, weil man vieles uns gar nicht sagen muss. Wir fühlen es ja vorab. Es ist also ein reicher innerer Schatz, so viel zu fühlen, auch wenn vieles dolle weh tut. Wichtig ist, dass wir uns selbst erkennen und wissen,
wie wir mit unserer Sensibilität umgehen können. Für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, erkennt und schützt eure Grenzen. Das ist Punkt 1. Erkennt früh genug, wann es reicht. Und sorgt immer für genügend Ruhe, für Rückzug, für eure Inseln und setzt Grenzen, auch wenn das nicht immer angenehm ist. Es ist nicht eure Aufgabe, Probleme zu lösen, die ihr wahrnehmt. Habt immer einen Wohlfühlort, einen eigenen Raum für euch und praktiziert dann das Abschalten, das Entspannen und schützt eure Sinne in der Zeit. Und umgebt euch, wenn möglich, mit Menschen, denen ihr euer So-Sein nicht erklären müsst. Das strengt nämlich am meisten an. Die Welt braucht jetzt diese zarten Seelen, die liebevollen, einfühlsamen. Es ist jetzt unsere Zeit. Die Zeit, in der die Weichheit gebraucht wird. Gebt nicht auf und genießt eure feinen Antennen und genießt das Leben. Es kann alles so schön sein, wenn wir uns erkennen in und mit unserem Schatzkästchen, was Gott uns da mitgegeben hat. Mit diesen Worten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch wie immer umarmt und ganz, ganz viel Liebe zu euch von Tina und Yvonne.